liebe Zuschauer, wir sind hier bei Ostia Games bzw. Ostia Spiele und neben mir sitzt nämlich gleich der Malte. Hallo Malte. Hallo. Und das passt nämlich, weil Malte Meinecke ist Autor von Vilinius, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. 2 bis 3 Spieler, schon mal sehr ungewöhnlich, aber ich weiß, da gibt es auch viele, die genau sowas suchen. 2 Spieler oder 3 Spieler, geht 90 Minuten. Oha, das zeigt vielleicht auch aus, welches Niveau das Spiel hat, ob es jetzt Familienspiel oder Kennerspiel ist. Und ja, die Altersangabe ist ab 12. So, in dem Video möchten wir euch einfach mal ein bisschen was zeigen über das Spiel. Und je nachdem könnt ihr ja dann entscheiden, ob das euch jetzt gefällt oder nicht. Das heißt, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, sondern einfach einen Überblick zu dem Spiel bieten. Und die erste Frage habe ich schon. Also ein gehobenes Familienspiel ist wahrscheinlich auf jeden Fall, oder ein Kennerspiel? Ja, eher in Richtung Kennerspiel, ja. Um was geht's hier? Ein bisschen hast du ja schon aufgebaut. Ja, also historisch gesehen ist Vilnius im 14. Jahrhundert häufiger vom Deutschritterorden überrannt worden. Und der Großfürst von Vilnius möchte uns als eine von 3 adligen Familien dazu verpflichten, die Stadt wieder aufzubauen und auch für den nächsten Angriff zu wappnen. Das heißt, wir spielen zusammen, 2 bis 3 Spieler, ein kooperatives Spiel. Und jeder verteidigt seinen Bereich und die gesamte Stadt als Ganzes. Und du hast jetzt aufgebaut für 3 Spieler in dem Fall, kooperativ auf jeden Fall spielt man. Wie sieht so eine Aktion dann aus? Was mache ich in meinem Zug dann? Wird die Auslage dann am Anfang schon ein bisschen vorbereitet? Also das hier ist jetzt das Messeszenario, das ist so die Halbzeit vom Spiel ungefähr. Also das ist schon sehr fortgeschritten. Die Rundenübersicht ist eigentlich sehr einfach. Als erstes entscheidet man sich für Einkommen. Das heißt, man hat Provinzkarten, die einem Ressourcen bieten und Einheiten, die man zu den Waffen rufen muss. Und ich habe ein bestimmtes Einkommen und muss ich mich halt entscheiden, wie setze ich mein Einkommen zusammen. Wie viele Karten ziehe ich von dem einen, wie viele von dem anderen Stapel. Das muss ich machen und da kommt der Kniff, bevor ich weiß, was der Orden, mein Gegner, tut. Denn mein Orden sammelt sich hier oder mein Gegner. Und zwar bis zu einem bestimmten Wert. Das heißt, wenn ich eine neue Karte anlege, habe ich hier oben Ordenswert und die summieren sich aus. Und sobald ich diesen Wert erreicht habe, greift der Orden an. Der Kniff ist, ich muss vorher wissen, was ziehe ich jetzt eigentlich. Wenn ich einen Angriff erwarte, rufe ich natürlich mein Militär zu den Waffen. Wenn ich keinen Angriff erwarte, nehme ich meine Ressourcen. Wenn dann aber ein Angriff kommt, stehe ich im Prinzip mit heruntergelassenen Hosen da. Und das muss jeder für sich auch entscheiden, beziehungsweise auch die anderen Spieler warnen, denn es ist kooperativ und im Regelfall wehrt man einen Angriff nicht alleine ab. Das heißt, dann heißt es schon, Jungs, hier bei mir könnte sein, dass ich angegriffen werde. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen Militär nehmen. Oder 2 Spieler nehmen Militär, einer Wirtschaft. Ist so die Frage. Das dritte ist dann Wirtschaft. Das heißt, ich gebe das Geld aus, was ich habe. Geld und Werkzeug. Ich baue neue Gebäude oder ich hole mir neue Einheiten. Und das vierte ist dann die Kampfrunde. Ich verteidige mich. Ich versuche, Gebäude vom Gegner zu eliminieren. Oder ich erobere mir neue Provinzen, um mein Einkommen aufzubessern. Angegeben ist ja für 2, 3 Spieler. Was ist jetzt der Unterschied, wenn ich zu 2 spiele und zu 3 spiele? Klar, ich habe jetzt einen weniger, wo ich mich absprechen kann, aber gibt es noch eine Besonderheit? Nein. Okay. Also, es spielt einfach nur einer nicht mit, aber es gibt keine Sonderregeln. Lässt sich das Schwierigkeitsniveau anpassen? Nehmen wir an, ich habe es jetzt schon oft gespielt und sage, hey, easy, du machst jetzt das, der macht das, dann macht das, dann kriegen wir es hin. Das funktioniert nicht, weil man nie weiß, was kommt und welcher Angriff kommt. Also auch wenn ich das Spiel 100-mal gespielt habe, ist es immer wieder das Zockerelement, nehme ich Wirtschaft oder nehme ich keine Wirtschaft. Klar, ich weiß irgendwann, wenn ich noch 6 Punkte bis zur Angriffswelle habe, es gibt keine Karte mit 6 Ordenswert, dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber wenn ich nur noch 3 entfernt bin, dann ist es im Prinzip eine 50-50 Chance, ob ein Angriff kommt oder nicht. Und auch als Experte rate ich dann und entweder es geht schief oder es geht nicht schief. Und der Schwierigkeitsgrad lässt sich über die Lebenspunkte von Vilnius anpassen. Wir haben mit 9 ein schweres Spiel, wir können aber auch mit 14 Punkten starten, dann haben wir noch 2 weitere Karten im Spiel. Und die Figuren werden dann entsprechend platziert? Die Figuren, jetzt so wie sie hier stehen, sind extra. Das Spiel besteht eigentlich nur aus den Spielkarten. Wir haben so ein kleines Set für 3 Euro, womit man noch die Holzmaterialien dazu holen kann, wenn man sie haben möchte. Das ist aber reine Optik. Genau, das war in dem Fall alle Infos zum Spiel. Hört sich durchaus als knackiges Spiel an, nimmt man wahrscheinlich am Anfang ein bisschen locker und denkt, ja, das schafft man schon und wahrscheinlich kriegt man schon, also es ist schon so angelehnt, dass man sagt, man braucht schon einige Runden, um überhaupt mal da zu bestehen. Richtig, also das ist nichts, was man am Anfang einfach mal so aus dem Handgelenk gewinnt. Dafür braucht man Übung. Okay. Herzlichen Dank dir. Danke sehr, dass ihr da wart.